Das sechste Adventstürchen in Weiher wurde von den Konfirmanden und deren Eltern gestaltet. Es wurde auf dem Spielplatz Karolingerstraße geöffnet. Und wieder einmal ließen sich viele Weiherer Bürger dieses schöne Ereignis nicht entgehen. Das haben die Eltern der Konfirmanden zu verantworten, insbesondere unsere Frauen. Also wenn applaudiert wird, waren es unsere Frauen. Und denen dürft ihr dann gleich einen Applaus spenden. Ich eröffne jetzt damit das Fenster. Susanne Heidmeier zog mit ihrem frei vorgetragenen Gedicht zuerst einmal die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich. Kein bisschen Schimmer, kein Lampenschein drang herein. Ich guckte mir fast die Augen aus. War er's nun wirklich, der Nikolaus? Verflixt, jetzt weiß ich ein ganzes Jahr schon wieder nicht, ob das der Nikolaus war. Ho, ho, kleine Susanne, du hast ein schönes Gedicht aufgesagt. Es war wirklich der Nikolaus, der da vorbeigekommen ist, um Schokolade, Nüsse, Mandelkern und all die guten Sachen eben auch zu verteilen. Vitamine aus Apfelsine. Der Nikolaus, wer kennt ihn nicht, wurde in seiner einzigartigen, herzlichen Art von Pfarrer Uli Finger dargeboten. Da kam vor kurzem ein Junge zu mir und sagte, Geschenke, zack, zack. Der hat nichts gekriegt, der muss sich hinten anstellen. Bin einmal gespannt. Kann denn von euch, außer du Susanne, noch jemand ein Gedicht? Au ja. Ein Advent, Advent, ein Lichtadvent. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Genau, danach gibt es keine weitere Strophe. Und ganz vielen Dank. Das sieht mir ähnlich. Ne? Und? Traust du dich irgendwas? Ich weiß nicht. Das war schon mal ehrlich. Bitteschön. Ich kann auch keins. Habt ihr alle dasselbe Gedicht gelernt? Das heißt alle, ich kann auch keins. Melanie Grohmann wusste abschließend, den Nikolaus noch zu erfreuen. Dank guter Internetverbindung zauberte sie rasch ein kurzes Gedicht aus dem Hut. Nein, aus dem Handy. Schenk uns was aus deinem Sack, schüttle deine Sachen aus, gute Kinder sind im Haus. Das war schön. Danke, Google. Jo. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da.